jetzt kommt ein ganz besonderer Show-Act. Sie werden sich gefragt haben, wo das gute Essen herkommt. Es liegt nicht an den qualitätvollen Zutaten, es liegt nicht an den fleißigen Helfenden, sondern es liegt an den Meistern des Essenzubereitens, den Globuli unter den kulinarischen Podcast. Es liegt am Quantenrost. Hi, wie geht's dir? Hallo Sven. Bist du gut drauf, wie man hier so sagt? Unter ich bin gut drauf. Hippen Leuten. Ja, herzlich willkommen zur großen Quantenrost-Live-Show hier auf dem Podstock. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr kennt uns ja wahrscheinlich. Das ist der Kai. Und das ist der Sven. Ich freue mich außerordentlich, dass der Sven und ich hier heute live auf der Bühne sein können. Und wir haben einiges für euch vorbereitet. Da geht wirklich eine ganze Menge. Wollen wir denn mal gleich in die Vollen einsteigen? Ja. Wie ihr seht, haben wir hier natürlich einen Grill mit für euch. Und wir werden ihn nach einer ganz neuen Methode anlachen. Mit einer Lachmeditation. Ich werde dazu aufstehen und ihr als unser Publikum, das uns heute mal bereitsteht, wird uns sozusagen helfen, diesen Grill zu entlachen. Ich werde vorlachen und ihr werdet mitlachen. Okay, ich lache vor und ihr werdet sozusagen mitlachen. Ha, 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 ha. Und nochmal. Das muss noch. Das muss noch ein bisschen energetischer kommen. Harmonischer. Ja, da glimmt das schon ein bisschen. Oh, ich sehe, es funktioniert. Ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr. Kai, gib noch mal alles. Ja! Sehr schön. Volle Entglühung, danke. Ich danke euch, Unser Grill ist entlacht. Was wäre so eine Quantenrost-Live-Show ohne einen Gast? Und wir haben also absolut keine Kosten und auch keine Mühen gescheut und einen Experten eingeladen, der uns speziell beim vegetarischen Grillen deutlich weiterhelfen kann. Und er ist ein ausgewiesener Experte zum Thema Grillkäse. Und begrüßt also jetzt bei uns beim erglühten Grill auf der Bühne den Daniel. Daniel, hallo. Danke, dass du da bist, Daniel. Setz dich doch. Ja, bevor du dich setzt vielleicht, wir sitzen ja nicht auf normalen Stühlen, wie normale Menschen das tun würden. Ihr wisst, da sind wir inzwischen auf einer ganz anderen spirituellen Ebene angelangt und dementsprechend sitzen wir auf den Quantenrost-Meditationskissen. Die sind jetzt im Quantenrost-Webshop erhältlich für einen ganz geringen Obolus. Lächerlich der Preis. Also die danke, 79,68. Das ist also. Hallo Daniel. Hallo Sven. Wie geht's dir? Hervorragend. Bist du einharmonisiert? Ich fühle mich ganz in mir schwingend, harmonisch. Das ist fast ein bisschen schlecht. Denn Ich habe hier noch ein anderes Gerät, das ihr sicherlich alle kennt. Das hier ist die neue Mini-Version des magnetischen Harmonisators. Komm, Sven. Heute sind wir mal nicht geizig. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und ich habe aus unserem Webshop einen echten Magnetisator mitgebracht. Der hier ist auch echt. Ja, aber wir nehmen den großen. Ich glaube, du hast den Magneten verloren von dem Harmonisator. Moment, ich habe noch einen. Oh, das ist aber günstig. Also jetzt die Mini-Variante für unterwegs. Ich glaube, 742 € war der letzte Preis. Und die Maxi-Variante, bei der man die Harmonisationsspitze, keine Ahnung, ist nicht immer magnetisch. Wir müssen den nachharmonisieren.
Ja, ist ja auch ein hartes Wochenende gewesen, speziell Ja. für einige von uns. Ja. Und Es also tut mir leid. die Magnetspitze ist also auf den Ist Erdmittelpunkt jetzt auch im ausgerichtet. Preis reduziert. Ja, also wer da Interesse hat, kann vielleicht nach der. Ja, also wir hätten harmonisieren können, aber du bist ja schon harmonisch. Was ein Glück. Ja, das wäre sonst peinlich geworden. Natürlich. Ja, du bist Experte für Grillkäse. Ja, weil Käse ist ja nun mehr die Vereinigung der Elemente Erde und Wasser, während ja das klassische Grillen mit Feuer eher Luft Und Feuer als, und Feuer natürlich. natürlich als Hauptelement hat. Und wenn man das zusammenbringt, da werden energetische Levels erreicht. Das kriegst du auf einer Ebene gar nicht hin. Vom Allerfeinsten. Vom Wie Allerfeinsten. sieht es denn mit dem Feng Shui aus beim Grillkäse? Muss man den eher nordöstlich ausrichten oder westöstlich? Das kommt ein bisschen auch auf die Käsesorte an. Also, wenn der Käse aus einer Region westlich vom aktuellen Standort kommt, dann ist es im Rahmen der Komplementärharmonisierung ganz gut, ihn in östlicher Richtung auf den Grill zu legen. Und umgekehrt, du erkennst natürlich das Prinzip. Ja. Aber um diese energetische Anhebung zu erkennen, da nimmt man am besten einen Käse, den Halloumi. Den Ja, kennt man. den Der kennt wird ja man. aus der Milch von Mäusen gekäst. Daher kommt ja auch der Ausdruck, es ist zum Mäusemelken. Ja. Und obwohl er nur die Milch der Mäuse enthält, durch diese energetische Anhebung kann man beim Hereinbeißen die Mäuse fiepen hören. Quietschen oder nicht quietschen, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wir haben hier Geisterscheinungen auf dem Gange. Ja. Vielleicht mal jemand, ja, das ist ja ein Die ganz wichtiger. magnetischen Harmonisatoren sind, glaube ich, defekt. Darum haben wir hier eine leichte Disharmonie. Aber vielleicht, wenn man sie ein bisschen anders ausrichten könnte, es vielleicht. Siehst du, und schon Ja? hat das Wehen aufgehört. Das ist ja. Perfekt. Du hast es für uns gelöst. Ich bitte um einen Applaus. Vielen Dank. Ich wusste doch, dass wir mal einen richtigen Experten eingeladen haben. Man muss ja Ja. heute mit so vielen Scharlatanen kämpfen. Dieser Vogel da mit seinem komischen Urteilchenstrahler, der ist mir ja bis heute ein bisschen suspekt, muss ich Ja. sagen. Naja, also genau. Wir waren bei der klassischen Elementlehre und der südöstlichen Ausrichtung angekommen. Ja. Was auch immer helfen kann, ist die leicht flüchtigen Energien, speziell aus Muss dem noch mal hier nachfragen. Wasseranteil der Elemente. Ich Warte, bitte warte. darum. Die müssen manchmal auch ein bisschen daran gehindert werden, die Speise zu verlassen. Ja. Also zum Beispiel ein Feta, der ist da ein bisschen sensibel, möchte ich sagen. Auch durch die Reifung in der Salzlake ist er da ein bisschen energetisch porös an der Außenseite. Deswegen wickelt man den in stark energienreflektierende Aluminiumfolie zum Grillen Ah. und gibt noch ein bisschen Öl und edle Kräuter dabei. Das hat jetzt nichts mit dem Geschmack zu tun, das glauben viele. Damit wird mehr auf die Kulthandlungen auch anderer Religionen Bezug genommen. Die Salbung mit Öl und die Herbe de Provence in dem Feta sind jetzt so viel anders auch nicht als der Weihrauch, den das liebe Jesuskind als Geschenk von den heiligen drei Königen dargebracht bekommen hat. Da Das sind. habe ich immer zu dir gesagt, Sven. Du hast es mir nie geglaubt. Das ist denn Ja, diese im Zuge ganze. der Gentrifizierung der Väterkäse auch im Vergleich zu setzen mit dem Mütterkäse? Selbstverständlich, selbstverständlich, das ist. Ja, also auf Der das Name hat Thema. sich halt traditionell durchgesetzt, so wie heute auch ansonsten das generische Maskulinum immer noch viel zu präsent ist, wenn alle mit gemeint sind. Wenn ich da nochmal nachhaken darf, also auf die Sache mit den Heiligen Drei Königen müssen wir dann nochmal genauer eingehen, Kai. Ja. Da herrscht keine Einigkeit in der Wissenschaft. Da muss man mal ganz, ganz deutlich sagen, dass deine Position dann nicht einfach so haltbar ist. Das tut mir leid, Sven, dass wir da nicht einer Meinung sind. Warte. Aber du hast es ja gerade wieder harmonisiert. Es kann so einfach sein. Ja. Also ich würde dazu raten, im Webshop, solange der Vorrat reicht,
Es scheint stark nachgefragt zu sein. Ja, ja, wir waren da kürzlich erst wieder ausverkauft und die Fabrik hatte ein Problem mit einer Razzia aufgrund von so Kinderarbeitsgeschichten. Ganz unschön. Und die sind jetzt, es läuft jetzt aber wieder. Lasst die Kindlein zu mir kommen. Ja, genau, genau. Da sind wir wieder zurück beim Thema. Apropos etwas cheesige Überleitung. Du warst gerade beim Halloumi angekommen und dann beim Feta. Wie ist es denn mit so klassischen Käsen zum Überbacken auf dem Grill? Ja, die sind in ihrer Energie stark volatil und wehren sich dagegen, mit zu viel harmonisierter Glut in Berührung zu kommen. Wenn du einen Mozzarella beispielsweise einfach so auf den Grill legen würdest, dann ist schon warm. Würden sich die Energien so dagegen sträuben, in dich gehen zu können, dass der ganze Käse aus Protest einfach schmelzen würde, in die Glut tropfen und dann verbrennen. Ja, das ist ich glaube, die Mozzarella-Atome sind ja quantentechnisch nicht ausgerichtet und sie würden quasi zwischen den Rosten durchlaufen. Ja, das Problem ist eher, dass sie ausgerichtet sind. Und sie können alle in dieselbe Richtung fliehen. Deswegen nimmt man eine grobkörnige Panierung, Semmelmehl, Kartoffelflocken, zerstoßene Cornflakes und paniert solche Käse. Aber zerstoßene Cornflakes, da muss ich intervenieren, die sind leider nicht laut unseres Quantenrost-Ernährungsplans zugelassen. Die sind leider nicht gut, harmonisch. Dann nicht. Für den Energiefluss würde es trotzdem ganz gut funktionieren. Wichtig ist einfach nur, unregelmäßig geformte Partikel zwischen den Käse und die äußere Energiequelle zu bringen, damit die Energiewellen abgelenkt werden. Die zerstreuen sich dann, neutralisieren sich gegenseitig ein bisschen und dadurch bleibt der Käse am Platz. Der wird ein bisschen cremig. Das kriegt er dann schon noch hin. So viel Restenergie ist da. Aber er kann nicht mehr fliehen. Und das ist der Trick dabei. Es hat also nichts damit zu tun, dass da irgendwie was abgedichtet wird, sondern es geht wirklich nur darum, die Energielaufrichtungen ein wenig zu zerstreuen. Das ist in der Akustik mit so Akustikvorhängen, die einfach die Schallreflexion ein bisschen aufbrechen. So muss man sich das vorstellen. Das klingt sehr gut, Daniel. Da kann man ruhig mal applaudieren. Vielen Dank für diesen Tipp, Daniel. Jetzt wissen wir endlich, wie man Mozzarella grillen kann. Ja, dieser naive Ansatz der klassischen Physik, der ist da also wieder viel zu kurz gesprungen. Muss man ganz ehrlich sagen, da verlässt uns die traditionelle Physik auf diesem Weg. Also die Kunst des Käsegrillens, die ist älter als man denkt, auch wenn natürlich die heutigen Lebensmittelhersteller glauben, es sei alles eine Erfindung der Neuzeit. Aber in gut sortierten antiken Bibliotheken, in alten Klöstern zum Beispiel, da findet man noch handschriftliche Kopien der Urschriften von Fürst Kasimir dem Knusprigen, der da also schon im Jahre 700 nach Christus schon bereits sehr elaboriert sich darüber ausgelassen hat. Im 46. Psalm wird ja eindeutig das Käsegrillen erwähnt, muss man mal ganz ehrlich sagen, in der Version, die man kennt. Müssen wir jetzt ja gar nicht zitieren, denn die Textstelle ist dem fachkundigen Publikum selbstverständlich geläufig. Ich sehe zahlreiches Nicken, ja. Danke. Die Grillbibel übrigens jetzt in einer neuen, wunderschönen, in weißes, harmonisches Jackleder gebunden Version im Quantenrost-Webshop. Natürlich. Ja, das ist auch ein sehr schönes Geschenk zu jedem Anlass. Also da kann man nichts mit falsch machen. Das ist selbstverständlich. Gerade für Grillfreunde, gerade zu diesem Wetter und zu dieser Jahreszeit, ist das ein sehr schönes Geschenk. So ist es. Ausgezeichnet, ja. Gibt es denn noch weitere Käsesorten, die sich grilltechnisch eignen? Im Prinzip fast jede. Wie gesagt, je nach energetischem Fluss muss man mit Panierungen arbeiten oder eben mit dem Einwickeln in energiereflexive Aluminiumfolie. Aber im Prinzip geht jeder Käse. Da habe ich jetzt eine persönliche Frage. Ich grille ja persönlich sehr gerne Edamer. Und Edamer ist ja sozusagen längsharmonisch ionisiert. Das ist richtig, ja. Da haben wir mit den Rosten ein Problem.
Fernwirkung. Fernwirkung. Ja, Edamer war das Stichwort. Ja, aber Edamer ist ja quasi, wenn du Tomaten zugibst, auf Alufolie nicht lösbar. Ja, der Edamer ist da ein bisschen heikel. Also der gute Edamer kommt ja aus den Schweizer Bergen, ist also erdfern und gehört damit eher zu den Luftelementen. Ja. Wohingegen die Tomate als bodennahes Element also eher eine Erdpflanze ist. Das ist korrekt. In der holländischen Variante kommt da noch eine starke Wasserkomponente dazu. Und wenn du Tomaten dazu nimmst, ist es ja quasi ein aquarisches Element. Jetzt hast du aber diesen ins Luftelement verschobenen Käse und die heiße Luft aus dem Grill. Und da haben wir zwei konkurrierende Lüfte. Und das führt zu diesen Effekten. Man kann den immer noch hervorragend verzehren. Er verhält sich nur nicht ganz so hübsch wie vielleicht andere Käsesorte, die vom Energieniveau her da eine bessere Balance bieten. Ich helfe mir da immer, dass ich ihn ganz dünn Mayonnaise bestreiche. Mayonnaise harmonisiert quasi das ganze Element auf der Fläche und leitet die Erdstrahlen sozusagen durch. Mayonnaise harmonisiert alles. Das ist also keine Frage. Die Figur wird vielleicht eher stromlinienförmig. Man kennt das ja bei so Schiffen, die so einen Wulstbug haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema, ja. Du sagst, jeder Käse prinzipiell grillgeeignet. Was ist denn jetzt eher so ein Käse für Käsegrill-Anfängerinnen, Käsegrill-Anfänger? Also wenn man ganz, ganz leicht anfangen will und sich um Energien überhaupt nicht kümmern möchte, da bietet der gute Metzgershandel auch schon mit Käse vorkonfektionierte Grillwürste. Die Käsekreine, die Käsebockwurst. Die Käsekrakauer. Die Käsekrakauer. Und Berner. Da kann man dann schon mal anfangen, sich an den Geschmack energetisierten Käses zu gewöhnen, ohne sich da tiefer einarbeiten zu müssen, wenn man schon weiß, wie man eine Wurst energetisch optimal grillt. Das ist also für den Übergang vom klassischen Fleisch- und Wurstgriller in Richtung des Käsegrillens auf energetischem Niveau, ist das auf jeden Fall ein gutes Übergangsmedium, möchte ich sagen. Herr Kai, wollen wir da schon die neue Kühlversandoption im Webshop erwähnen an der Stelle? Nein, ich möchte gerade noch mal auf einen sehr kritischen Punkt beim Käsegrillen eingehen. Was ist mit Parmesan? Parmesan, da kann ich, also schmeckt hervorragend, natürlich jetzt nicht gerieben, also so feinen Grillrost haben jetzt die wenigsten, außer man hat wirklich ein ganz feines Haarsieb, was man oben drauf legen kann, aber hervorragend, wenn du aus den Schalen eines Parmesanleibes kleine Schälchen formst, ja? Ja. Aus dieser Rinde mit so einem Stückchen Parmesan dran und die dann vielleicht mit einer Mischung von buntem Gemüse füllst und dann in der Parmesanschale das Ganze auf den Grill stellst. Das wird wunderbar, weil dann die Energien aus dem Parmesan zentral in die Gemüsefrüchte hineinstrahlen. Vom Rand aus. Genau. Feng Shui-technisch harmonisieren. Genau. Das ist aber heikel. Ich bin überzeugt. Also, nein. Da würde ich... Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Okay. In dieser Parabolform fängt sich alles Mögliche an Elektrosmog und ähnlichem Dreck. Es kann sein, dass der Parmesan da radioaktive Strahlung ansammelt Kontext. Da würde ich dann, es gibt ja jetzt diese Trinkhalme, diese Trinkröhrchen aus Edelstahl statt der Plastik... Wahlweise der Mini-Harmonisator an der Stelle wunderbar. Wobei der Mini-Harmonisator in einer Manufaktur jedes Stück einzeln von Hand hergestellt wird, wie ich zufällig weiß. Ansonsten nimmt man ein Röhrchen aus Edelstahl, eben zum Beispiel so einen Trinkhalm, und steckt es mitten wie so einen Mast, wie eine Antenne quasi, in diese Gemüseschale. Da können negative Energien dann nach oben hin abfließen. Das geht recht gut. Also quasi so. Oh. So, ja, man kann natürlich... Wenn man ihn so aufstellt. Genau. Okay. Wenn er stehen bleibt. Wenn er stehen bleibt. Wir haben jetzt keinen Parmesan. Okay. Mit Parmesan würde er sofort stehen bleiben. Nein, mit Parmesan würde er so quasi sofort harmonisieren. Ja. Der Sven hat es gerade mal... Da kann man auch mal applaudieren. Sehr gut. Danke sehr. Ja, haben wir denn noch was vergessen? Ich
glaube nicht. Oder sind noch Fragen unklar geblieben? Hat vielleicht das... Gibt es Fragen aus dem Publikum? Handkäse war die Frage. Handkäse? Ja. Handkäse ist sehr proteinreich. Da muss man aufpassen mit der, Ausrichtung der Erdmoleküle. Ja, ich würde vor allen Dingen, weil eben wegen des im Vergleich zu anderen Käses unoptimalen Verhältnisses von Protein zu Fettgehalt, würde ich den vielleicht vor dem Einwickeln in energiereflexive Aluminiumfolie doch auch nochmal ordentlich mit Mayonnaise von beiden Seiten einreiben. Sehr dünn beschichten. Um da das Verhältnis wieder ein bisschen gerade zu rücken. Und das vielleicht sicher ist, das kann nicht schaden. Dünn mit Oregano bestreuen. Der sorgt sozusagen für einen... Ja, das harmonisierendes Konstrukt. Da sind wir wieder bei den rauen Partikeln an der Außenseite. Die eventuell auch traditionell mit ein wenig Kümmel bestreuen. Das kann dann verhindern, dass das Element Luft nach dem Verzehr zu stark sich in den Vordergrund drängt. Ja. Vor allem Heike im Zusammenhang mit dem Element Erde, ja. Kommt sehr dünne Luft sozusagen zustande. Gut, ja. Wir haben jetzt eine kleine Pause im Programm. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Und in der Pause, ein kleiner Applaus für Daniel, unseren Käse-Experten. Und in der Pause haben wir zwei absolute Experten für den Quantenrost-Webshop, den Udo, den ihr bereits aus einer unserer Folgen kennt, und den Björn, den ihr bereits als Experten kennt und schätzt. Und die werden euch ein paar Produkte vorstellen, die wir jetzt ganz neu im Webshop haben. Und danach sehen wir uns dann nochmal wieder. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für den Udo und den Jörn. Björn. Ich weiß es nicht. Hört ihr uns? Check, check. So. Aber wo? Hier. Steckt drin. So. Hört man uns denn jetzt? Ja. Sprich auch mal. Hört man mich auch? Sehr gut. Hallo erstmal. Hallo. Spüre den Ball. Ja, wir fangen mal an mit einem ganz neuen Produkt. Das hier. Ach so, vielleicht muss ich den Beamer auch einschalten. Ich meine... Energetisieren. Diesem Handenergisator. Ja. Ah, nee. Der Fernharmonisator. Er ist an, aber es kommt nicht. Moment, ich versuche mit dem kleinen Harmonisator ein wenig. Ja, jetzt sollte es gehen. Udo, vielleicht. Ach, es hat, glaube ich, gewirkt. Ach, Moment, ich muss doch auf den Beamer. Vielleicht, ich probiere mal etwas aus. Man kann in diesem Computer, du kannst ja schon mal was über den Webshop, über die Verkaufszahlen erzählen und die Rabatte, die heute hier, die ihr bekommt, wenn ihr für mindestens einen fünfstelligen Betrag als Gruppe hier einkauft. Wenn ihr das nicht hinkriegt, müsst ihr euren Nachbarn vielleicht nochmal drauf hinarbeiten. Ihr müsst ja als Gruppe
heute das verstehen, weil ihr kriegt alle den Podstock-Rabatt. Genau. Wir haben uns überlegt, wenn ihr heute bestellt und das Codewort Podstock. Wie bitte? Podstock. Nein, das ist doch nicht das Podstock gewesen. Quantenenergie verwendet, dann bekommt ihr einen 0,10%igen Rabatt. Genau. Und die Verkaufszahlen, ihr habt es ja vorhin schon gehört, wir sind ständig ausverkauft. Also es lohnt sich sofort zuzugreifen und nicht erst zu warten, ob euer Nachbar auch bestellt. Ich versuche nochmal zu energetisieren. Wir haben leider kein Urteilchenstrahler dabei, weil unser Freund Sven ja ein wenig was? Etwas nicht richtig verstanden hat, wie die siebte Dimension in dem Zusammenhang wirken kann. Es scheint hier in der Carbonfrequenz des Tisches noch ein kleines Problem zu geben. Ich muss mal gerade meine Mutter anrufen, Moment. Ach, ich muss wählen, Moment. 50 Hertz. Ja, Mama, ich bin hier gerade auf einer Bühne, ich kann jetzt ganz schlecht sprechen. Ja. Ja, die Energiepyramide ist direkt über uns aufgebaut. Nein, daran liegt es nicht. Ja, zentral ist auch der Carbonstab eingezogen. Ja. Nee, also da kann ich jetzt... Nee. Mama, ich lege jetzt auf, hier sind Leute. Tschüss. Okay. Wir machen das anders. Ich habe hier... So ist es mit der Technik. Da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Ich habe hier ein, das könnt ihr jetzt auch im Webshop bestellen. Das sind Himalaya-Salzkristalle. Die haben wir jetzt ganz neu im Angebot. Für 63,99 bekommt ihr dieses Himalaya-Salzkristall. Und ich bitte darauf zu achten, es sind abgerundete Ecken. Das ist ganz wichtig, gerade bei Himalaya-Salz, dass das die Ausstrahlung der schlechten Energien nicht bündelt, sondern an der Stelle die guten Energien über die Rundung herauskommen. Genau. Und erzähl doch vielleicht noch was über die spirituelle Reinigung, die da passiert, die ihr da im Werk vollzieht. Wir haben ganz natürliche Ionen, die spirituelle Reinigung dieser Kristalle bewerkstelligen. Und ihr könnt es jetzt bestellen in unserem Webshop. Oh, ich sehe gerade, wir haben einen neuen Preis. Oh, 49. 49, ich gebe mal schnell eine Telefonnummer durch. Nehmt bitte jetzt euer Strahlengerät und tippt folgende Nummer ein. Und sprecht mir alle nach. 0 5 7 4, 2, das ist die Vorwahl. Jetzt die Nummer. 9, 3, 9, 8, 8, 8 und die Zusatzzahl 0. Wählt diese Nummer und bestellt jetzt für nur 49,99 minus die 0,01% Rabatt plus Versandkosten von 17,20 €. Jetzt. Und wenn ihr 5 Stück bestellt, dann können wir sogar noch einen weiteren Rabatt hinzufügen, glaube ich. Kriegt ihr einen Gutschein für 0,43% auf den nächsten Kauf von diesem Mini-Harmonisator. Gut. In einer der letzten Folgen habt ihr ja was über den Grillkohleanbau in NRW gehört. Genau. Und wir haben jetzt ein Starterpaket
Erzähl doch mal. Ja, wir haben jetzt das Starterpaket Mutterkohle. Das heißt, wenn ihr euren Grill mit vernünftiger Holzkohle ausstatten wollt, dann nehmt ihr die Venus-energisierte, hyperkarbonisierte Mutterkohle. Die ist, und da möchte ich jetzt, dass ihr da wirklich zuhört, voller Liebe. Die Liebe, die geht aus der Kohle direkt durch das Grillrost durch, kann auch, falls Aluminium verwendet wurde, auch durch das Aluminium durch, in das Grillgut rein. Genau. Auch in den Camembert. Und der Preis, ich muss jetzt mal ein bisschen, der Shop muss ja auch, wir haben ja auch Kosten. Ja. Das ist ein Abonnement. Ihr kriegt Mutterkohle. Wie viel ist das? Ich glaube 400 Milligramm. Das sind, ja, es ist keine ganze Handvoll, ja. Aber... Eine monatliche Rate von nur 63,99. Das Abo ist alle 6 Jahre kündbar. Und zwar immer am 7. April um 2 Uhr morgens. Ja, wenn für Vollmond, eine Minute wenn Vollmond, wenn Vollmond ist, für eine Minute. Die Nummer, ich gebe sie nochmal schnell durch. Oder sprecht sie mit. 0 5 7 4 2 9 3 9 8 8 8 0. Ihr habt es verstanden, meine Lieben. Spüret den Ball. Die Kohle. Jetzt kommt mein Lieblingsprodukt. Ja. Im neuen Quantenrost-Webshop. Davon verdienen wir fast nichts. Wir kaufen das günstig ein. Und verkaufen es auch günstig. Auch wieder ein Abo. Die Vaterkohle. 69,33. Ja. Bestellt es jetzt. Das ist ein Paket, ein Vaterpaket mit maßenergenisierter, hyperkarbonisierter Kohle. Und da wollen wir sagen, sie ist voller Wut. Ihr kennt das. Das Bier schmeckt nicht. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit der Vaterkohle den Geschmack dieser Wut auch in das Fleisch reinzubekommen. Also ich höre gerade aus der Regie, dass wir keine Zeit mehr haben. Oh, alles klar, vielen Dank. Ihr habt die Nummer bestellt. Wir haben noch ein Produkt. Das hat der gesegnete Kai ja auch schon vorgestellt. Genau. Der magnetische Harmonisator. Jetzt nur noch 619,33 €. Ist eine Jahresmiete. Ja. Für 200 Jahre muss man das im Voraus bezahlen. 0542 939 8880. Ich glaube... Und das war der Werbeblock. Herzlichen Dank, dass wir jetzt weitermachen können mit unserem kleinen Kulturprogramm auf der Potsdok-Bühne. Wir schalten sofort wieder in unser reguläres Programm zurück. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Backstage-Programm, denn wir gucken jetzt auch mal, wir nutzen die Gelegenheit, auf die Männer hinter dem Quantenrost zu gucken. Und dazu möchte ich unsere beiden Stars auf die Bühne bitten. Kai und Sven, kommen Sie doch bitte zu uns. Wunderbar. Großartig. Bitte. Nehmen Sie einmal Platz. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier die Männer vorzustellen, die uns dieses wunderbare Kunstprojekt näher bringen. Vielleicht fange ich bei Ihnen an. Kunst? Was heißt denn hier Kunst? Also es bitte, das ist doch keine Kunst. Wir müssen mal ganz ehrlich sein. Es ist ein wissenschaftliches Gebiet, ein Forschungsgebiet, das unterschätzt wird. Die Grill-Lehre. Naja, also wir beschäftigen uns da als Parodie mit. Also das als Kunst zu bezeichnen ist ja also... Also ich habe hier persönlich von meiner Mutter den Urharmonisator mitgebracht. Das ist quasi das Gerät, das den magnetischen Harmonisator begründet hat. Naja, aber auf dessen Basis ich quasi das Instrument entwickelt habe, das heutzutage im Quantenrost Webshop erhältlich ist. Das ist von der vom Forschungskreis für Elektrogeoskopie. Entschuldigung, das ist doch Filament für einen 3D-Drucker aufgewickelt. Das ist eine Kupferspule mit einem Harmonisator am Ende. Das ist und doch auf ganz der anderen Seite Mist. Ist ein. Entschuldigung, also wenn ich das kurz mal. Sie haben es eben ja schon mal angedeutet, dass es eine kleine Parodie ist, dass wir, und hier wurde ja auch durchaus gelacht im Publikum, das nehmen Sie doch, also das... Ja, nein, über alles, das war Erheiterung, das war Erleuchtung, Spuren mal, von... Was für einen Film fährst du denn jetzt? Nein, also ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch liege, aber das war doch jetzt überzeugende... Wir haben hier also Kraft Schalter der Überzeugung. Hier, hier.
Ist das denn auch, ist das ihr Ansinnen, dass sie solche gefährlichen Ultras, solche Extremisten regelrecht heranzüchten? Natürlich, eigentlich? Nein, also. Das kann doch eigentlich nicht im Sinne eines seriösen Künstlers sein, wenn Künstler, ich das so, was ist denn schon Künstler? Das ist doch, also. Ja, also. Wir sind besorgte Griller, ja, und das war es doch aber schon. Aber nein, also das ist doch, komm, dieser Plunder, ja. Ich muss sagen, ist doch Sven ist ja seit Jahren heroinabhängig und muss quasi seine Sucht aber nichts zu suchen mit jetzt. Dem Quantenrost Webshop finanzieren. Also... Nein, also... Natürlich ist das ein freies Land und hier darf jeder grillen, was er möchte, ja, aber das ist doch... Dieser ganze Kai, du hast dich da in was reingesteigert. Okay. Du weißt doch, dass das einfach nur Blödsinn ist, was wir hier machen. Nein. Ja, gucken Sie mich nicht so an, ich bin selbst überrascht. Also... Warst du vielleicht an meinem Vorrat? Ist das eventuell möglich? Also, wir haben jetzt auf der Basis von wissenschaftlicher Forschung seit Jahren dieses Produkt... Streng genommen ist das alles beim letzten Podstock entstanden, nach einer länglichen Experimentiersitzung am optimalen Mischungsverhältnis zwischen Wodka und Orangensaft. Okay. Kai, du musst dich doch daran erinnern, dass das alles Blödsinn ist, was wir hier machen. Nein. Dann habt ihr das optimale Mischungsverhältnis also gefunden. Das ist eventuell heute in den frühen Morgenstunden gelungen, ja. Ich war dabei. ja. Kai, lass uns doch darüber reden. Also ich meine, wir haben das Ganze doch wirklich aus Scheiß angefangen. Und das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen, ich meine, als wir die erste Million mit dem Webshop gemacht haben, ja. da ist uns beiden klar geworden, dass wir das Ding jetzt mit bloßen Händen vielleicht nicht mehr gebremst kriegen. Okay, du hast den Tesla gekauft und dann hast du gesagt, ich glaube ein bisschen an die Wirkung des magnetischen Harmonisators. Weil als ich ihn außen an den Tesla getriggert habe und dann diese Geräusche kamen. Ja, und ich meine... Fuhr der schneller. Der zweite Tesla musste ja auch bezahlt werden. Ja, der gut. Dritte und der vierte eigentlich auch. Meine Ex-Frau hat ja gesagt, du musst mehr Geld verdienen, damit wir noch ein zweites Haus kaufen können. Für mich. Aber wir wollten das doch alles nicht. Nein, aber wenn wir das nach Norden ausrichten, quasi nach Grill-Feng Shui-Kriterien, dann können wir den Grill quasi auf die Terrasse stellen. Ja? Da bist du doch bei mir, oder? Wir können aber den das Grill eine hat mit dem anderen doch überhaupt nichts zu Nein, tun. Nein, aber wir können den Grill auf die Terrasse stellen. Ja. Und? Und? Grillkäse grillen. Kai, du musst da rauskommen. Du musst aus dieser Rolle rauskommen. Ist ein Arzt anwesend? Ich weigere mich. Ich weiß, dass ein Physiotherapeut anwesend ist. Reicht das? Der kann doch so einen Griff, dass man ohnmächtig zusammensinkt. Dann könnten wir ihn dann rausschaffen. Glaub, das sind Vulkanier an Bord. Dann ist ein Vulkanier anwesend. Auch nicht. Also, du glaubst den ganzen Unfug, den wir da reden inzwischen? Ich bin der festen Überzeugung, dass Grillharmonisierung funktioniert. Und das ist zwischen... Bitte! Das Publikum ist auf meiner Seite. Und du glaubst wirklich, dass es zwischen Grillkohle und Grillrost Dinge gibt, die wir Menschen nicht begreifen können? Natürlich. Und diesen ganzen Unfug mit den Harmonisatoren und so, den glaubst du auch? Selbstverständlich. Ich meine, die Bäume, die Blumen, die Vögel, alle sind da draußen und überzeugen uns von der wahren Kraft der harmonisierten Kohle. Ich bin erschüttert. Sie sind doch hier Moderator. Fragen Sie doch mal was. Ich beantworte alle Fragen. Ich glaube, das tut das, er. Ja, ich fürchte, er tut's. Das ist genau das Problem. Himmel. Mir ist ein bisschen schlecht gerade. Mir auch. Das habe ich nicht gewollt. Kai, das habe ich nicht gewollt für uns. Jetzt, das Ding fällt doch auseinander. Das hast du in deiner scheiß Küche zusammengeknobbert. Das hält nicht mal. Guck dir das doch mal an.
diese ganze Nummer, dass wir das alles importieren, ja. Das ist so ein blödes Ding, was man in eine Flasche tut. Guck doch mal hin. Und das soll jetzt was bringen. Als es aus China da angekommen ist, guck mal hier, das Salz quasi. Das ist ja quasi seit Jahrtausenden von Jahren sozusagen in der Erde. Aber im Himalaya gibt es noch nicht mal Salzvorkommen. Es ist rosafarben. Ja, das erklärt doch alles, oder? Das sind viele andere Dinge auch. Dieser Scheinwerfer da oben zum Beispiel ist grün. Und jetzt? Wohin führt denn das Ganze? Aber Kai, wir wollten doch darüber reden, dass wir dieses Kunstprojekt eigentlich ursprünglich mal aufgesetzt haben, um aufzuklären. Ja, gut. Also eigentlich. Dann redest du jetzt und ich schweige. Es ist ja quasi sozusagen, also hier dieses Salz ist durch einen leichten Eisengehalt oder Eisenoxidgehalt rosafarben. Aber es macht sich auch sehr schön auf dem Grill, in den Ecken. Und wenn man es für 600 Euro verkaufen kann, dann macht man das halt und wird sehr reich. Ich glaube, du hast recht. Also ja. Insgesamt scheint an dieser ganzen Nummer was dran zu sein. Das heißt, es ging ihnen die ganze Zeit nur um Geld? Natürlich. Und diese armen Menschen da draußen sind ihnen nichts wert? Natürlich und diese armen Leute, die diese lange die Telefonnummer angerufen haben? Die wissen ja noch nicht mal, was die Scheiß-Telefonnummer kostet. Die pfeifen. Warte mal, bis die Rechnung kommt. Das wird super. Ich meine, wir haben da ein sehr kompliziertes Abo-Modell dran geknüpft. Ja, es ist ja auch schon ganz schön spät. Sind Personenschützer anwesend. Und ich denke, noch kommen wir... Tesla. Ja, Tesla. Okay. Gut, dann vielen Dank. Das war die Quantenrost Webshow und Live-Show. Und wir sind raus. Ja, tschüss. Dann tschüss. Verriegelt. Das ist eure Chance. Noch könnt ihr sie abfangen. Naja, gute Reise.